dem spektakulären Stützentransport per Heli sind nun alle Stützen vermessen, korrekt eingestellt und so ausgerichtet, dass das Tragseil gerade an allen Rollenbatterien vorbeilaufen kann. Die Gondelgarage in der Talstation der neuen Silvretta-Bahn steht und die Seilbahntechniker der Firma Doppelmeier haben ihre Arbeiten ebenfalls fertiggestellt. Ein wichtiger Abschnitt beim Bau jeder neuen Bahn ist der Seiltransport. Am 22. September war es soweit. Gegen 13 Uhr traf der Konvoi, bestehend aus Begleitfahrzeugen und drei Schwerlastern, am Parkplatz der Gafrescher Bahn in St. Gallenkirch ein. Bewährter Partner für solche Schwertransporte ist die Firma Spiegel. Die Profis aus Tirol lieferten bereits das Tragseil für die Hochalpiler, Grasjoch und Panoramabahn. Mit von der Partie auch Mitarbeiter der Firma Kogler aus Brixen, die später für den Einzug des Seils verantwortlich sind. Für einen reibungslosen Ablauf sorgten die beiden Betriebsleiter der Silvretta Montafon, Wolfgang Rudigier und Günther Tschofen. Für den Fahrer des Sattelzugs, Martin Kirchmeier, gehören solche Transporte zum Berufsalltag. Da ist fällt schon fast unter Routine. Ein bisschen etwas ist schon dabei, aber wie es kommt, so kommt. Sprach es, startete und los ging's. Im Gegensatz zur Panoramabahn, wo mehr als die halbe Distanz auf unbefestigten Straßen zurückgelegt werden musste, ging es dieses Mal auf Asphalt fast komfortabel den Berg hoch. Trotz allem war Konzentration und Aufmerksamkeit gefragt. Jede Kurve musste mit höchster Präzision gefahren werden und der Konvoi sollte aufgrund der steilen Wegpassagen nicht zum Stillstand kommen. Stunden war das Ziel an der Talstation der Silvretta-Bahn auf 1460 Metern erreicht. Bahnchef Roman Sandrell war ebenfalls auf der Baustelle und zeigte sich zufrieden und Betriebsleiter Wolfgang Rudigier erleichtert. Ja, das ist halt super über die Bühne gegangen. Wir haben eine Spezialmaschine, wo mit dem Autokran und so, wie der da hochkommt, klingt die Achse, was anderes läuft eh nicht. Das knapp 4440 Meter lange Stahlseil mit Kunststoffkern und einem Durchmesser von 5,6 cm wurde von der Schweizer Firma Fazer AG hergestellt. Mit einem Telekran der Firma Bautrans und einem Kran von Spiegeltransporte wurde das Tragseil an eine exakt ausgerichtete Position gebracht. Wie eng es dabei mitunter zuging, zeigen diese Bilder. In den nächsten Tagen beginnt ein Team der Firma Kogler gemeinsam mit Mitarbeitern der Silvretta Montafon mit dem Einzug des Seils. Also Montag geht es los mit dem Seilzug, das macht die Firma Kogler. Und danach wird da ein kleines Hilfsseil aufgelegt. Anfangen tut man mit einem 6er Seil, wo man zu Fuß anläuft. Es wird über jede einzelne Rolle aufgelegt. Und die ganze Trasse muss man halt natürlich zweimal anlaufen. Und dann wird hinten einfach ein längeres Seil verbunden, oder, mit einem Spleiß, und wird immer dicker und dicker. Oder? Also nochmal 6er, kommt ein 14er Windenseil, dann schafft schon einmal die Winde weiter, dann kommt ein 24er Seil, da ist dann ein 34er Seil, wo es dann im Endeffekt die Reißkraft hat, um das schwere Seil aufzuziehen. Mit der Anlieferung des Tragseils ist ein weiterer wichtiger Bauabschnitt für die Fertigstellung der neuen Silvretta-Bahn abgeschlossen. Wir von Montafon TV bleiben natürlich am Ball und werden Sie weiterhin am Laufenden halten. Musik